Hallo zusammen, hier spricht euer Akne97 mit einer kleinen Info in seiner Pause. Ja, es sind die ersten paar Tage der Pause vergangen. Ihr habt gemerkt, wir waren jeden Tag am Livestream zumindest. Und das wird noch ein bisschen so weitergehen mit den Livestreams. Und deswegen möchte ich euch da was Besonderes anbieten. Und zwar haben wir einen neuen Kanal aufgemacht für unser League of Legends Team. Nennt sich NML Gaming LOL, der Kanal. Weil NML Gaming schon vergeben war, schade drum. Ausgesprochen No More Legends Gaming. Und wir werden dort regelmäßig die Livestreams, nur die League of Legends Livestreams. Also es richtet sich jetzt nur an die Zuschauer von mir und von anderen, die das Videos angucken, eben das Video sehen, die League of Legends interessiert sind. Denn wir streamen wirklich momentan jeden Tag. Außer jetzt in den nächsten 2 Wochen. Aber da haben wir wahrscheinlich zwei Streamer, die auch weiterhin täglich streamen werden. Und da kommt dann ein kurzes, ganz, ganz kurzes, knackiges Video, Stream, online, live, Link, Videobeschreibung. Und da könnt ihr das sehen. Zum anderen würde es da geben, einige Guides, Tutorials zu LOL, wie man am besten spielt, wie man jungelt, wie man mit wem spielt. Es wird Gameplay geben, Gameplay-Videos von kurzen Dingern, wo einfach richtig epische Szenen passiert sind. Und es wird wunderschön, auch noch wunderschön, ich muss wunderschön dauernd sagen wieder. Es wird auch noch zusätzlich kommentierte League of Legends Games geben, im Stream sowie auf dem Kanal. In Form von, wir schauen uns ein Spiel an, kommentieren es auf möglichst hohem Niveau, hoffe ich, und kümmern uns drum. Was wichtig ist für die Leute, die meinen, das sind nur Abspack-Konfis, bei den League of Legends Streams ist es ein bisschen ruhiger, weil wir konzentrierter spielen und wir wollen uns eben hochspielen. Und unser Ziel, für die, die es interessiert, ist natürlich für die Season 2 eine Platzierung im High Elo und auch in Ligen wie ESL und eventuell Go for LOL, je nachdem, wo wir schaffen, teilzunehmen, um mitzuspielen. Wir sind auf dem besten Wege dahin. Wir haben jetzt momentan 7 Spieler, mit denen wir jetzt regelmäßiges Trainieren anfangen. Und nun würde ich einfach mal sagen, wenn ihr euch dafür interessiert, für League of Legends vor allem, weil das wäre schon sehr schön, wenn da viele, viele kommen würden und auch uns bei dem täglichen bzw. regelmäßigen Streams begleiten würden. Es wäre natürlich, es ist ganz tolle, was ich jetzt hier so ganz unter uns sagen kann, wäre natürlich, wenn ihr selbst einfach regelmäßig guckt, ob der Stream gerade online ist, weil wir haben momentan einfach zwei, drei Streamer, die dann bald in Sommerferien sind oder schon in den Sommerferien sind und deswegen tagsüber streamen und abends übernehmen meistens ich. Außer in den nächsten 2 Wochen, da wird es halt nur mal kleinere Sachen, kürzere Gastauftritte geben. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr euch NML Gaming mal anschauen würdet. Einfach mal reingucken. Und das war's im Grunde schon. Ach ja, was mir noch einfällt. Die Streamer momentan sind zum einen ich, Lost Destroyer, Frostmoon964 wahrscheinlich. Den zwingen wir gleich noch zu streamen. Irgendwann mal. aber wir vermuten mal, dass er streamen kann. Und der gute Ognirak315. Und wenn euch das gefällt, schaut rein, wie gesagt. Und das war's schon. Ich hoffe, es gibt da Rückmeldungen zu. Wir wollen da echt Arbeit reinstecken und würden uns freuen, wenn ihr uns begleitet. Und deswegen sage ich einfach mal, ich bin 897, man sieht sich nach der Pause. Oder, Husu Schleichwerbung, morgen Abend, Donnerstag. Ich bin circa 18:30 Uhr auch im Livestream dabei. Davor wird wahrscheinlich Losty wieder streamen, aber verratet's keinen. Ich würde einfach sagen, ich bin 897, wir sehen uns bei den Livestreams und in 2,5 Wochen wieder bei den normalen YouTube-Aktivitäten, aka Let's Plays. Bis dahin mal, ciao, ciao.